Ein Garten, viele Steine und eine große Aufgabe. Der Schottergarten von Familie Grote soll weg. Für dieses Projekt bekommen die Flensburger nun professionelle Hilfe. Eigentlich sind solche pflanzenlosen Schottergärten in Schleswig-Holstein seit Ende 2020 verboten. Die Voreigentümer haben den so angelegt und ich wollte den immer gerne weg haben, weil es einfach grau aussieht. Es sieht öde und tot aus. Also wir sind aber da nie zugekommen. Also jetzt sind die Kinder waren klein und da hat man immer tausend andere Baustellen, sag ich mal. Jetzt ist es natürlich so, dass da mittlerweile auch viel Unkraut wächst, weil wir auch nichts mehr gemacht haben. Aber selbst als wir hier eingezogen sind, da waren ja trotzdem die Steine grau und haben einfach was Depressives ausgestrahlt. Weg mit dem grauen Schotter, dafür mehr Artenvielfalt. Gartenexperte Karl-Heinz Schlegel hat sofort zahlreiche Ideen für die Umgestaltung im Kopf. Wenn da nicht ein Problem wäre. Genau genommen viele Probleme. Droht das Projekt jetzt etwa zu platzen? Und zwar ist es die Anwesenheit des Ackerschachtelhalms, der aus größeren Tiefen kommt. Ansonsten sehe ich keine großen Probleme, die Aufgabe zu lösen. Aber wir werden im Vorfeld etwas intensivere Arbeit leisten müssen, stärkeren Bodenaustausch mit verbinden müssen, Trennfließ einarbeiten, dann in der Vegetation uns auch spezielle Gedanken machen, wie wir das optimal lösen, falls der Schachtelhalm sich an der einen oder anderen Stelle sich nochmal so zeigen würde. Auch wenn alles jetzt aufwendiger wird als anfänglich gedacht, denkt Karl-Heinz Schlegel lösungsorientiert. Er will einen Gräserschwerpunkt setzen. Mein erstes Auge sagt mir natürlich, wenn ich den Hauptweg betrete, läuft mein Blick zur Nachbarschaft und wird nicht gehalten. Aber da sich jetzt im Vorgarten eine neue Inszenierung, eine neue Atmosphäre entstehen soll, wie ein Gartenraum, werde ich versuchen, im hinteren Gartenbereich durch spezielle Bambusarten hier den Blick auszubremsen. Und das wird auch gelingen. Also das hört sich total gut an. Wir freuen uns da drauf. Ja, ich hatte am Anfang ja auch gedacht, als er dann sagte, das mit dem Ackerschachtelhalm, das wäre schon ein Problem. Da habe ich dann auch gedacht, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber jetzt hat er ja doch einen Weg gefunden, damit umzugehen. Der Plan steht. Die Umsetzung übernimmt nun wenige Tage später ein Team aus 3 Mitarbeitern. Und die haben alle Hände voll zu tun. Der ganze Schotter inklusive Pflanzen und Vlies sollen weg. 1,8 Tonnen werden am Ende zusammenkommen. Beim Einsatz des Baggers wird nun auch Sohn Peer neugierig. Und der 10-jährige Sohn der Grotes darf nun sogar selbst Hand anlegen. Erstaunlich gut. Also dafür, dass er das erste Mal gemacht hat, lief das doch ganz gut. Also er hat ja sogar die Schubkarre getroffen und alles ist heil geblieben. Ja, also ist vielleicht der Nachwuchs irgendwann. Mal gucken. Um gegen den Ackerschachtelhalm vorzugehen, muss der Boden 50 cm tief ausgegraben werden. Indem wir jetzt eben auch diese Vliesschicht eingebracht haben, dass von unten nichts mehr reinkommen kann. Jetzt bringen wir quasi noch den Boden auf und dann war es das für heute sozusagen erstmal. Und dann würden wir eben weitermachen mit dem Draufbereich. Arbeitstag Nummer 2. Nun kommt die Kür. Dafür ist auch der Chef nochmal gekommen. Die Umgestaltung nimmt nun konkrete Formen an. Der Garten ist kaum wieder zu erkennen. Wir haben hier den Weg restauriert, haben hier schon mal eine kleine Sichtbremse durch den Bambus herbeigeführt, haben das Eingangsportal etwas mehr betont durch die Platzierung einer niedrigen Hecke, haben 2 Türwächter in Form von Gefäßen hier mit eingebracht, sodass man praktisch jahreszeitlich immer einen neuen Impuls einbringen kann. Auf der Nordseite des Hauses ist es überwiegend schattig. Auch das wurde bedacht. Und um hier den Eingang etwas mehr Leben einzuhauchen, haben wir eine Wegebeleuchtung mit installiert, um den Charme etwas zu erhöhen und haben den Bambus auch mit einem Lichtspot versehen. Zum Bambus geht es über einen Trittsteinpfad. Bambus liebt den Schatten, wird sich hier super entwickeln und nimmt praktisch den Durchblick auf die weiteren Gebäude und Gegenstände, die vielleicht störend wirken,
weg. Auch ein paar Elemente aus dem alten Garten haben die Profis integriert. Und aus diesen Fliesen ist richtige Kunst geworden. Wir haben ja diese Steine, die im Vorfeld schon mal gekauft wurden, weil sie irgendwo im Garten integriert wurden oder werden sollten. Und ja, nun passt es hier weder zum gelben Plattenweg mit dem blauen Stein noch irgendwie in die Traufe, weil es da auch nicht so wirklich auffällt. Und dann haben wir nach einer Lösung gesucht, diese Steine trotzdem irgendwie im Garten unterzubringen. Und dann ist uns aufgefallen, so eine alte Gerüstbohle zu verwenden. Ja, wo wir jetzt sozusagen das ausgespart haben und ausgefräst haben, wo wir die Steine dann einfach reingeklebt haben, um sie mit in den Garten unterzubringen, weil es ja doch schade wäre, die jetzt gar nicht zu verwenden. Mehr als 2 Tage harte Arbeit, um aus alt neu zu machen. Mit Erfolg. Ein schöner, immer grüner und pflegeleichter Vorgarten. Ja, es ist traumhaft. Also das hätten wir niemals so hingekriegt. Und ja, man, es ist nicht wiederzuerkennen. Ich hatte ja vollstes Vertrauen in die Truppe. Die haben irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, das wird super. Und also ich bin noch überwältigt. Also es ist noch superer geworden. Ich freue mich jetzt ganz besonders hinten über den Bambus, weil ich den sowieso, also ein bisschen was hatte ich auch mit eingeplant und Bambus finde ich einfach toll, genau. Ja, und diese Abwechslung zwischen, also den Steinen, die jetzt, also diese schönen Steine, die jetzt hier liegen und also die Pflanzen, das passt alles gut zusammen, das finde ich einfach wunderschön. Ich hätte nicht gedacht, dass man die Mauersteine vorne, die ich eigentlich loswerden wollte, dass man die noch so toll organisch mit integrieren konnte, dass sie jetzt mittlerweile sogar gefallen. Das hätte ich nicht gedacht, also toll. Glückliche Gesichter bei den Profis und den Besitzern. Nun wird sich im nächsten Jahr zeigen, ob auch der hartnäckige Schachtelhalm fern bleibt.